Moin Leute, und heute zeige ich euch wieder mal einen Unlimited Money Glitch mit Bypass für die Next-Gen-Konsolen. Aber für PC geht dieser Money Glitch leider nicht, aber nicht schlimm Leute, für euch habe ich halt den Unlock All Service in der Videobeschreibung verlinkt, denn dort könnt ihr euren eigenen PC-Account ein bisschen aufleveln lassen, ein bisschen mehr Geld drauf tun lassen, ihr wisst was ich meine. Na gut, was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einfach wieder einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil vom MOC braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und im Lager muss das Fahrzeug stehen, was ihr euch duplizieren wollt. Aber das Fahrzeug, wenn ihr es euch neu kaufen würdet im Internet, darf nicht über 100.000 Dollar kosten. Außerdem braucht das Fahrzeug auch noch ein eigenes Nummernschild, ein benutzerdefiniertes Nummernschild von der iFruit App. Und ihr dürft leider für diesen Glitch nicht den LG Retro Custom nehmen, denn er funktioniert nicht bei diesem Glitch. Aber Leute, nehmt einfach den Sultan RS, er bringt auch pro Duplikat 800.000 Dollar. Und so viel Geld ist auch nicht verwerflich. Was braucht ihr denn noch? Ihr braucht natürlich wieder eine Einladungssitzung. Und ihr braucht noch eine andere Garage, die voll ist. Es ist völlig egal, ob es eine 10er, eine 20er, eine 2er oder eine 6er Garage ist. Es ist völlig egal, welche Garage, aber in der Garage braucht ihr kostenlose LGs, die halt da drin stehen. Denn pro Duplikat verliert ihr einen normalen LG. Aber bevor ihr jetzt mit dem Glitch anfangt, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Like-Button mal so richtig zu verprügeln. Und für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber noch eine kleine Nebeninfo, am Ende des Videos werde ich etwas noch zum Anti-Cheat-System in GTA Online sagen und Leute, ich gebe euch Lösungswege, wenn euer Fahrzeug mal verschwindet beim Glitchen, denn das kann wirklich passieren. Deswegen bleibt bis zum Ende dran, denn sonst könnte es vielleicht irgendwas passieren. Als erstes seid ihr in einer Einladungssitzung in GTA Online drinne und bestellt euren MOC zu euch. Der MOC muss einfach in einer geraden Position stehen, nicht irgendwie auf dem Hügel oder sonst irgendwas, nein, es muss wirklich eine gerade Fläche sein. In meinem Fall ist es einfach die Brücke beim Pier. Das hat bisher immer gut funktioniert, deswegen werde ich auch da weiter glitschen. Gut, ihr fahrt jetzt einfach mit eurem Sultan RS in den MOC hinein. Jetzt wird es ein bisschen tricky, denn das Timing ist natürlich wieder da. Und zwar müsst ihr gleich einsteigen, natürlich warten, bis der Motor an ist. Dann müsst ihr eurem Freund beitreten, so dass ihr dann die Meldung bekommen würdet, seid euch sicher, dass ihr beitreten wollt. So. Aber bevor diese Meldung kommt, müsst ihr schon Gas geben und Kreis spammen. Also ist relativ kompliziert. Also ich zeige euch jetzt mal, der erste Versuch misslingt sowieso immer, da die Meldung sowieso immer noch vorladen muss. Wenn die Meldung einmal geladen habt, dann geht das alles relativ schnell, zackig und könnt das Timing auch wirklich gut abschätzen. Aber beim ersten Mal muss die Meldung so gesehen vorladen, was ich jetzt hier gerade mache. Die Meldung lädt gerade vor. Ich bin jetzt inzwischen wieder im MOC drinnen. So, wir versuchen das jetzt nochmal. Ich steige ein, warte bis der Motor an ist, gehe zu meinem Freund, gehe auf Sitzung beitreten und spamme die R2 und Kreistaste. Also R2, 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 R2 und gleichzeitig natürlich auch noch Kreis, Kreis, Kreis. Ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber Leute, ihr werdet es auf jeden Fall hinbekommen. Gut, das Ziel ist es jetzt natürlich, draußen zu spawnen ohne Fahrzeug. Sprich, dass ihr zu Fuß draußen gespawnt seid. Wenn ihr zu Fuß draußen gespawnt seid, geht einfach zu Fuß wieder rein und schaut, ob sich das Fahrzeug vielleicht sogar schon dupliziert hat. Wenn das Fahrzeug bei euch nicht dupliziert hat, macht ihr diesen Schritt einfach so oft, bis es bei euch dupliziert ist. In meinem Fall ging es sogar beim zweiten Mal. Aber Leute, ich weiß noch, von früheren Glitches habe ich zum Beispiel 6 Versuche gebraucht oder vielleicht auch noch länger. Denn dieser Glitch ist ein bisschen tricky, aber Leute, es ist auf jeden Fall möglich, dass ihr euer Fahrzeug duplizieren könnt. Und wenn ihr es mit dem Timing nicht hinbekommt und dann keinen Freund habt, den ihr beitreten könnt, Leute, supportet euch selbst. Leute, supportet euch selbst in den Kommentaren. Sucht euch einen anderen, der mit euch glitcht, der euch hilft. Beziehungsweise ihr könnt ja vielleicht auch helfen. Deswegen supportet euch gegenseitig, seid eine Community. Aber na gut, in meinem Fall ist das Fahrzeug jetzt einfach dupliziert. Das merkt ihr daran, dass zwei Fahrzeuge aufeinander stehen. Sieht schon relativ lustig aus, aber es geht weiter. Denn als nächstes öffnet ihr wieder das Handy und geht ins Internet. Geht dann aufs Warstock, geht auf Kommandozentrale bearbeiten. Und dann gehen wir auf Sektor 2 und kaufen uns eine Fahrzeug- und Waffenwerkstatt rein. Für eine knappe Million Dollar. Das tut schon irgendwie richtig weh, aber Leute, wir kriegen es aus diesem Glitch her heraus. So, wir kaufen das Ganze und bestätigen natürlich alle Meldungen mit X. Nachdem wir das gekauft haben, wurden wir aus unserem MOC rausgeschmissen. Als nächstes bestellen wir uns den LG aus der vollen Garage. In meinem Fall ist es eine 10er Garage, aber wie gesagt, es geht mit jeder Garage. Wenn der LG geliefert wurde, zerstören wir den LG.
und warten natürlich draußen, bis wir die Sterne bekommen haben. Denn wenn wir mit Sternen in den MOC reingehen, verlieren wir die Sterne instant. Das ist richtig geil. So, in meinem Fall ist das jetzt auch gemacht. Was müsst ihr tun, wenn ihr drinnen seid? Ihr steigt jetzt einfach ins Fahrzeug ein und drückt die rechte Falltaste, um das Fahrzeug zu modifizieren. Denn ihr müsst jetzt irgendwas ändern. In meinem Fall nehme ich das Nummernschild, da das Nummernschild einfach am billigsten ist. Aber ihr könnt auch gerne eine Panzerung ändern oder Tieferlegung, was weiß ich. Hauptsache, ihr ändert irgendetwas. Habt ihr irgendwas geändert, drückt ihr so lange Kreis, bis das Optionsmenü kommt, mobile Kommandozentrale verlassen oder Fahrzeug verlassen. Ihr geht dann auf Fahrzeug verlassen. Seid ihr aus dem Fahrzeug ausgestiegen, geht ihr zu Fuß hinaus. Und ihr werdet schon an der Minimap sehen, Leute, es steht ein Fahrzeug draußen. Und zwar ist dieses Fahrzeug euer Duplikat. Mit dem Duplikat fahrt ihr jetzt zu eurer Garage, wo der LG herkam. Normalerweise müsst ihr jetzt die Meldung kommen, die Garage sei voll. Aber Leute, diese Meldung kommt nicht. Denn Leute, der LG wurde automatisch durch den Sultana S ersetzt. Und hat den Stellplatz so gesehen übernommen. Und wenn wir jetzt in der Garage sind, können wir direkt weiter glitschen. Denn wir steigen jetzt einfach in einen anderen LG um und fahren wieder zur Kommandozentrale. Sind wir an der Kommandozentrale angekommen, steigen wir aus, gehen natürlich ein bisschen zur Seite, zerstören das Fahrzeug, warten wir, bis wir die Sterne bekommen haben. Haben wir die Sterne bekommen, gehen wir zu Fuß in die Kommandozentrale hinein, verlieren die Sterne natürlich wieder instant. Wie geil ist das denn? Steigen wieder ins Fahrzeug hinein, drücken die rechte Falltaste, um das Fahrzeug zu modifizieren, verändern irgendetwas. Wie immer, mein Tipp, nimmt das Nummernschild, da das Nummernschild einfach am billigsten ist. Haben wir irgendwas verändert, drücken wir so lange Kreis, bis das Optionsmenü kommt, Kommandozentrale verlassen oder Fahrzeug verlassen. Wir gehen auf Fahrzeug verlassen. Sind wir ausgestiegen, gehen wir natürlich jetzt zu Fuß nach draußen. Und wir werden an der Minimap sehen, Leute, es steht ein Fahrzeug draußen. Und zwar ist dieses Fahrzeug unser Duplikat und können natürlich wieder direkt zur Garage fahren. Denn dieser Sultan RS hat auch automatisch den Platz von LG übernommen. Und schon haben wir uns das zweite Fahrzeug dupliziert. Aber Leute, jetzt noch ein kleiner Tipp am Rande. Jetzt, wo der MOC in diesem gewissen Glitch-Modus, wie nennt es das auch mal Glitch-Modus ist, können wir den MOC überall hinfahren, wo wir wollen. Denn wir brauchen nicht mal diese gerade Fläche. Sprich, wir können einfach direkt neben unserer Garage parken, ohne dass wir Probleme mit dem Glitch bekommen. Ich führe das Ganze jetzt mal kurz vor. Ich habe mein MOC direkt neben meine Garage abgestellt. Steig aus, zerstört den LG, warte natürlich wieder, dass ich die Sterne bekomme. Gehe dann rein, wenn ich die Sterne schon habe. Ich verliere die Sterne natürlich dann wieder instant. Steige ein, drücke die rechte Falltaste, um das Fahrzeug zu modifizieren. Verändere natürlich wieder irgendetwas. In meinem Fall ist es natürlich wieder das Nummernschild. Drücke jetzt so lange Kreis, bis das Menü kommt, ob ich das Fahrzeug verlassen möchte oder Kommandozentrale verlassen möchte, dann drücken wir natürlich wieder Fahrzeug verlassen und gehen zu Fuß aus der Kommandozentrale hinaus. Und draußen steht natürlich dann wieder unser Duplikat, was natürlich wieder den Stellplatz vom LG eingenommen hat. Und so einfach ist es, Leute. Ich habe jetzt einfach ganz easy, ganz leicht drei Fahrzeuge dupliziert innerhalb von kürzester Zeit. Und Leute, ihr könnt die Fahrzeuge durchgehend verkaufen. Das bedeutet, dieser Glitch ist mit Bypass. Ihr müsst also keine 45 Minuten warten pro Fahrzeug. Ich zeige es auch nochmal hier, wie viel ein Fahrzeug bei meinem Fall bringt. In meinem Fall bringt das Fahrzeug knappe $800.000. Und das ist schon richtig viel, Leute. Also richtig heftig. Und das war es eigentlich schon von diesem Money Glitch. Wenn euch der Money Glitch gefallen hat oder sogar weitergeholfen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich immer noch nicht kostenlos abonniert haben, können dies immer noch tun, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Jetzt kommen wir mal zum ernsteren Thema. Und zwar den letzten Glitches habe ich in den Kommentaren gemerkt, dass sich viele beschwert haben, dass ihr Fahrzeug einfach mal komplett verschwunden ist. Aber Leute, dies ist natürlich kompletter Irrsinn, denn das Fahrzeug ist einfach nur unsichtbar, nicht weg. Deswegen, in meiner Aufnahme ist es lustigerweise genauso passiert. Und zwar war das Fahrzeug nicht im MOC, aber angeblich auch nicht draußen. Aber Leute, ich habe mich jetzt einfach als MC registriert, also Motorradclub-Anführer. Und Leute, ihr seht es gerade, in meiner Nähe ist ein Fahrzeug. Deswegen kann ich jetzt einfach auf Fahrzeug wieder einlagern drücken. Dadurch geht das Fahrzeug direkt wieder in den MOC hinein und wird sichtbar. Das gleiche könnt ihr auch tun, wenn das Fahrzeug direkt unterm MOC spawnt. Wenn ihr versucht, den Glitch zu machen. Das kann nämlich auch passieren. Dann müsst ihr einfach nur das Fahrzeug wieder einlagern und dann ist das Fahrzeug wieder drinne. Falls ihr euch nicht als Motorradclub-Anführer registrieren könnt, könnt ihr einfach zu einer anderen Garage fahren, kurz ein Fahrzeug raus und dann wieder reinfahren. Dadurch wird das Fahrzeug auch wieder eingelagert. Und dann ist es wieder auch sichtbar.
Aber jetzt kommen wir mal kurz zum Anti-Cheat-System. Und zwar könnt ihr maximal 8 Fahrzeuge alle 30 Stunden verkaufen. Ihr könnt natürlich mehr Fahrzeuge verkaufen, verbietet ihr euch so gesehen keiner. Aber es ist gefährlich, denn sonst könnt ihr euch das Anti-Cheat-System von GTA erfassen. Und das wäre vielleicht nicht ganz so schlau. Aber das war es jetzt auch wirklich mal vom Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich bin raus, euer Wombat. Ciao.